Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Platin. Wir waren hier in der Arena von Herzhofen stehen geblieben. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Ich war jetzt gerade offscreen die Pokémon heilen und ja, jetzt können wir direkt weitermachen, ne? Jetzt ist übrigens gerade die Sterntür die richtige, weil sich das ja jedes Mal, wenn man rausgeht aus der Arena, verändert. Welche Tür denn die aktuelle ist. Also die richtige, durch die man nicht zurückgesetzt wird. So, Water dürfte gegen Nebula kein Problem haben, das wird ein Two-Hit, ja genau. Habe ich auch mitgerechnet. Wenn... Water hat halt dafür, dass es so eine schlechte Verteidigung hat. Halt auch nicht genug Angriff, um das Ganze zu kompensieren. Level 24 ist immerhin was. Das ist schön. Mit einem Nebulak sollten wir noch klarkommen. Ich werde wahrscheinlich die restliche Arena Terra kämpfen lassen, weil der Biss dann doch einfach zu gut ist. Also ich will jetzt noch ein bisschen Erfahrungspunkte verteilen und so, gerade an Water, der hat's nötig. Die, das ist eine Sie. Habe ich hier irgendwo einen? Bitteschön. Wache er auf, CSA. Nachtnebel wird wehtun. Ja. Aber die Wasserdüse tut genauso weh und Nebulak ist Geschichte. Kann Nebulak eigentlich sterben? Weil es ist ja schon ein Geist. Ich meine, es ist ja Pokémon Geist. Also normale Pokémon können ja sterben. Das ist ja eine Tatsache. Wenn man bei Videospielen über Fakten reden kann, dann ist es ein Fakt, dass Pokémon sterben können. Es gibt ja auch Pokémon-Friedhöfe und so. Ne? Stichwort Lavandia-Turm zum Beispiel. Und im Lavandia-Turm treiben sich ja Geist-Pokémon rum. Es sind ja gleichzeitig eigene Pokémon, also eine eigene Pokémon-Spezies. Aber es sind ja auch Geister. Können die dann noch... Oh, wir sind schon durch? Okay. Können die dann nochmal sterben? Fragen über Fragen. Oh, oh, oh! Endlich bist du hierher gekommen. Seit ich dieses Land gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In diese Stadt gibt es die Wettbewerbe, ne? Das sagte ich zu mir, oh... Weil ich werde sie gewinnen. Deshalb bin ich so angezogen. Es ist wie eine große Performance. Außerdem habe ich Pokémon viel studiert. Ich bin die Arena-Leiter. Und du willst mich herausfordern? Boah. Aber ich werde gewinnen. Der ist logisch, weil ich bin eine Arena-Leiter. Non est pas? Ich kann übrigens kein Französisch, wenn ihr irgendwie verwundert seid über meine schlechte Aussprache. Holy shit! Was war das denn für ein Ruckler? So, ich habe Water vorne, das ist natürlich nicht klug. Wird vermutlich besiegt werden. Deswegen werde ich versuchen, einfach so viel Schaden zu machen, wie ich kann. Mit unserer... Oh, es rei... Macht sogar ein Viertel auf Verbrennung. Verbrennung ist ja auch sowas Ekliges, weil es ja nebenbei auch noch unseren Angriff senkt. Wie auch immer man ein Wasser-Pokémon verbrennen kann, aber das ist... Ja, seht ihr, wir machen überhaupt keinen Schaden mehr. Und der Schattenstoß wird uns jetzt aber eher erledigen. Seht ihr? Aber auf der anderen Seite heißt es, dass Water durch den EP-Teiler keine Erfahrung mehr kriegt. Das heißt, Terra kriegt jetzt die ganze Erfahrung alleine. Es ist natürlich was sehr Gutes. Also, beziehungsweise, ja, es ist für Terra auf jeden Fall sehr gut. Traunmagil. Traunmagil, wie gesagt, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, finde ich einfach super cool vom Pokémon-Design her. Die Flinkklaue zeigt sich auch mal wieder. Oh! Oh, das ist... Das war aber guter Schaden.
Ah, Verwirrung. Verwirrung ist eklig. Verwirrung ist richtig eklig. Aber ich werde einfach mal trotz allem... Na, Spukball ist auch eklig. Alter! Was? Das war viel Schaden. Ich werde jetzt mal eine Runde einfach rausstallen mit einem Supertrank. Zum einen macht Spukball eh genau die Hälfte von unseren KP-Schaden. Und zum anderen sind wir ja noch verwirrt und eine Runde weniger von der Verwirrung ist eine Runde weniger, die wir uns selbst verletzen können. Es hieß jetzt auch ein Supertrank ein. Ach. Ach komm, geh weg mit deinem... Ah! Warum genau hat Spukball gerade so viel Schaden gemacht? Ich fordere eine Erklärung. Ich muss mich jetzt... Ah, Mann, das ist eklig. Ich muss mich jetzt die ganze Zeit gegenheilen. Weil wir sonst in einer Runde down gehen. So, jetzt sind wir wieder voll. Warum macht denn Spukball auf einmal so viel Schaden? Spukball hat davor genau die Hälfte an KP Schaden gemacht. Und Zauberblatt ist zum Glück nicht sehr effektiv. Warum auch immer es Zauberblatt einsetzt. Weil es ein Volltreffer ist. Alles klar. Also ja, ich weiß, Zauberblatt hat, glaube ich, eine erhöhte Volltreffer-Chance. Ah, ich hätte... Ach, Konfusstrahl ist aber auch so widerlich. Ich hätte direkt mit Terra anfangen sollen. Ja, keine Ahnung. In der Arena haben wir schon irgendwie... gearscht. Gerade wenn sie dann... Wenn kein Angriff von uns durchkommt... Und, Traumagie, der noch eine Beere hat und sie noch einen Supertrank drauf einsetzt. Wird es schwer. Nee, der Kampf ist verloren. Da gehe ich dann lieber auf Anlauf Nummer 2, bevor ich jetzt irgendwie Beleber und so verschwende. Das Traumagie ist halt auch stärker als alles, was ich habe. Schneller. Und macht ja unmenschlichen Schaden mit dem Spukball. Also Terra dürfte ja eigentlich nicht so viel Schaden von dem Spukball kriegen. Ich habe auch keine Ahnung, warum der beim zweiten Mal so viel mehr Schaden als beim ersten Mal gemacht hat. Na ja, gut. Es tut mir leid, Togepi. Ich will das doch selbst nicht. Armes Togepi. Okay, das war ja wohl ein Satz mit X. Obwohl ich jeden Trainer mitgenommen habe, ne? Also ich meine, wir kommen ja hier nirgends sonst weiter. Ich muss gleich gucken, ob ich noch irgendwelche Items habe. Oh, Gesundheit, danke. Hast du schon gehört, dass sie in Johto manchmal Eier finden? Das ist ziemlich weit weg. Okay, danke für die Information. Warum steht ihr mir im Weg? Was habe ich denn? Was kann ich denn verstärkt Attacken von Typ Unlicht? Flinkklaue zieht eh so selten. Wir haben Biss. Ist okay. Können wir mal probieren. Dann vielleicht noch eine Sinelbeere. Habe ich irgendwas?
Gegen Verwirrung? Nein, natürlich nicht. Die Helion, keine Ahnung, Helion wird eh gewonnen-hittet. Aber gut, geh da weg, dass ich sehe, was die richtige Tür ist, danke. Ich muss dran denken, dass ich Terra als erstes ins Team pack. Nein, nicht Vogel. Ich glaube auf jeden Fall, dass Terra als erstes das Beste ist. Endlich bist du hierher gekommen. Ja, ich war gerade eben übrigens schon mal da, falls du dich erinnerst. Gegen Lamina. So, Versuch Nummer 2. Let's go. Das Zwielicht war ja überhaupt kein Problem. Vielleicht sollte ich Terra gegen Zwielicht schon mal ein bisschen... Ha. ...etwas buffen. Ich habe keine Tränke gekauft. Ich bin so blöd. Ich bin der dümmste Mensch auf diesem Planeten. So, sehr gut. Zwielicht trifft auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal einen ziemlichen Vorteil. Der Seher wird treffen. Gut. Macht jetzt eher nicht so viel Schaden. Dann mache ich es jetzt halt auf die Methode. Du wolltest es nicht anders. Ich glaube, einmal können wir noch. Können wir noch einmal? Ich soll natürlich nicht übertreiben, aber ja. Ich hab ja nein, halt. Quatsch. Ich habe sogar einen Feuerheiler. Ich wollte sagen, ich habe da doch eine Beere dagegen, aber ich habe auch so einen Feuerheiler. Das ist natürlich noch besser. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir dann trauen, Magellan Schaden machen. Wir haben zwar jetzt eine nicht existente Initiative, aber dafür sollten wir doch... Ach komm, geh weg mit deinem Kack-Konfusstrahl! Ja, natürlich. Da... Letzter Supertrank, nice. Jetzt kommt der Spukball. Macht natürlich spitz. Na, jetzt zieht er aus irgendwelchen Gründen wieder genau die Hälfte ab. Natürlich reicht's auf den KP genau um. Mann, ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll, ganz ehrlich. Ist natürlich auch schneller als... Helion. Water macht halt null Schaden. Es kann doch nicht sein, dass Traunmagil so viel Schaden macht.
Ich meine, wir sind alle, die anderen beiden Pokémon waren auf dem, waren ein und zwei Level drunter und es one-hittet alles aus dem Leben. Das kann doch nicht sein. Ich meine, es hätte ja auch geklappt, wenn die Kackverwirrung uns nicht getroffen hätte, ne? Ja, natürlich. Ist, ja. Muss ich irgendwas dazu sagen? Ey Leute, der Kampf ist eh wieder verloren. Die hat noch einen Trank, die hat noch ein Heil-Item und jetzt sogar noch ein Pokémon Nachtrauen, Magil. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Pokémon ein bisschen gelevelt habe. Ha! Hass! Bis dahin und ciao, ciao.